Herzlich willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Digitale Unterstützungssysteme am Beispiel von Learning Snacks. In den nächsten Minuten lernen Sie, was wir in diesem Fall unter dem Begriff digitale Unterstützungssysteme verstehen. Außerdem sehen Sie am Beispiel von Learning Snacks, wo man eine Vielzahl dieser digitalen Helfer finden und wie man diese auch selbst erstellen und im Unterricht teilen kann. Der Begriff digitale Unterstützungssysteme ist vielfältig. Wir konzentrieren uns aber auf den Bildungsbereich. Auch hier ist der Begriff noch sehr breit gefächert. Digitale Unterstützungssysteme sind digitale Werkzeuge, die zur Unterrichtsvor- und Nachbereitung, zur Unterrichtsgestaltung und zum Lernen eingesetzt werden. Ein digitales Unterstützungssystem kann also zum Beispiel das digitale Klassenbuch, die App zur Schülerverwaltung oder aber auch ein Lernpfad oder eine Lernplattform sein. Wir nehmen die Möglichkeiten digitaler Unterstützungssysteme zur Unterrichtsgestaltung genauer unter die Lupe. Am Beispiel der Plattform learningsnacks.de lernen wir eine Möglichkeit kennen, digitale Unterrichtssequenzen für die Lernenden zu finden und auch selbst zu gestalten. Doch was sind Learning Snacks eigentlich? LearningSnacks.de ist eine Plattform, die es ermöglicht, aus einem großen Pool bereits vorhandener Lernpfade, also kleiner Lernhäppchen aus Informationstexten, Fragen, Bildern und Videos zu wählen bzw. diese auch selbst zu erstellen. Die Plattform beschränkt sich auf grundlegende Funktionen, was jedoch die Handhabung vereinfacht und die Nutzung auf mobilen Endgeräten wie zum Beispiel dem Smartphone erleichtert. Wenn Sie auf der LearningSnacks-Plattform ein wenig herumstöbern, finden Sie vielleicht auch schon einen passenden Lernhappen für den eigenen Unterricht. Bereits vorhandene LearningSnacks können ohne Registrierung abgespielt oder an die eigenen Schülerinnen und Schüler weitergegeben werden. Schauen wir uns nun einmal ein wenig auf der Plattform um. Auf der Startseite sind die neuesten Snacks sowie beliebte Lernhappen verschiedener Kategorien sichtbar. Möchten Sie nach einem Learning Snack zu einem bestimmten Thema suchen, klicken Sie auf die Lupe in der rechten oberen Ecke und geben den gewünschten Suchbegriff ein. Relevante Lernhäppchen werden sofort angezeigt und durch Klick auf das Bild kann der Snack auch schon gestartet werden. Möchten Sie nun nicht nur aus dem Pool bereits vorhandener Learning Snacks schöpfen, sondern auch eigene Lernhappen kreieren, so ist eine kostenlose Registrierung auf der Website notwendig. Nach Eingabe der E-Mail-Adresse, eines Passworts und eines Benutzernamens ist dies auch schon erledigt und Sie können mit dem Erstellen erster Learning Snacks loslegen. Durch Klick auf das Plus-Symbol gelangen Sie in den Editor. Im mittig platzierten grauen Feld wird der Name für den Learning Snack eingegeben. Darunter legen Sie ein Startbild fest. Durch Klick auf das Feld öffnet sich der Explorer am eigenen PC und Sie können aus den eigenen Bildern wählen. Nun kann auch schon mit dem Befüllen des Learning Snacks begonnen werden. Insgesamt gibt es 4 Möglichkeiten, den Learning Snack mit Informationen oder Fragen zu befüllen. Die Textfrage-Option bietet die Möglichkeit, informative Texte oder Anweisungen einzugeben. Durch Klick auf Speichern wird das Textfeld eingefügt. Mit der Option Antworten können Single-Choice-Fragen gestellt oder aber auch Umfragen gestartet werden. Generell werden immer 3 Antwortoptionen angegeben. Sollten diese zu wenig sein, können weitere durch Klick auf das Plus-Symbol hinzugefügt werden. Die richtige Antwort wird mit einem grünen Häkchen markiert. Hier können auch Rückmeldungen bei richtiger oder falscher Antwort festgelegt werden. Unter Bild lassen sich Bilder zu Informationszwecken in den Learning Snack einfügen. Die 4. Option, nämlich Bild antworten, kann wiederum zum Abfragen von Wissen verwendet werden. Bis zu 5 Bilder können hier eingefügt werden. Die Lernenden müssen dann das richtige Bild auswählen. Haben Sie die Erstellung des Learning Snacks abgeschlossen, kann dieser geteilt werden. Durch Klick auf Snack teilen öffnet sich ein weiteres Fenster.
Dort können nun ein Link zur Weitergabe an die Schülerinnen und Schüler, ein Einbettungscode für den eigenen Blog, die Homepage oder ähnliches und ein QR-Code zum Öffnen mit mobilen Endgeräten abgerufen werden. Sie wissen nun, was man unter digitalen Unterstützungssystemen im Bildungsbereich versteht, wo man solche zum Einsatz im Unterricht findet und wie man am Beispiel von Learning Snacks eigene Unterstützungssysteme zum Lernen erstellen kann und diese im Unterricht mit den Lernenden einsetzen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.